super Gäste und heute erfüllt sich mein Lebenstraum. Ich werde reich, berühmt und sexy. Wie und warum und weshalb, das wird gleich gelöst werden. Gefällt euch mein Outfit? Ja, danke. Wieso, weshalb, warum? So, und jetzt noch was ganz Aktuelles auf Ernsthaft. Gerade ist ein Fax gekommen aus Orlando, Florida von der amerikanischen Plattenfirma der Backstreet Boys. Und da stimmt drin Happy End. Sie kommen nach Deutschland zu ihren geplanten Terminen am Wochenende. Die Tour bleibt, wie sie ist. Das Album kommt sogar im Oktober bald, also sie nehmen was auf. Und erst danach wird Brian behandelt werden. Das ist gar nicht alles so schlimm. Deshalb großes Happy End bei den Backstreet Boys. Entwarnung. Und sie nehmen sogar eine Video-Grußbotschaft auf. Und die wird am Mittwoch, ich weiß nicht, ob bei uns oder irgendwo anders im Sender, gesendet werden. Ne? Also, puh, erst die gute Nachricht zu Anfang. Und jetzt auch ein super Clip, der, hey, total prima hier in die Sendung passt. Ja, und zwar Out Here Brothers, Pass the Toilet Paper. Der Winterschlussverkauf der WSV läuft ja noch, ne, auf Hochtouren. Und auch bei uns war ja unsere Aktion, wir müssen alles weghaben, was so hier zum Studio gehört. Und ich habe mich versteigert. Also, wenn ein gutes Angebot kommt, ja, ich suche mir das Allerbeste aus, dann gehöre ich euch alleine für nur einen Tag. Und wir machen dann das, was in dem Brief dann drin stand. Ja, das habe ich gesagt. Vor einer Woche oder vor eineinhalb Wochen. Und ganz, ganz viele tolle Briefe sind auch schon gekommen. Dankeschön für alle Angebote. Die Aktion läuft jetzt nur noch diese Woche, also nicht mehr lange. Deshalb überlegt euch noch was, ja. Ja, ich versteigere mich alleine. Ihr könnt dann auch wirklich mit mir machen, was ihr wollt. Wenn ihr natürlich einen guten Vorschlag habt. Zum Beispiel wie Nathalie Drosteln. Nathalie Drosteln hat auch einen netten Brief geschrieben. Und zwar schreibt sie hier, also, ich habe die rettende Idee. Ganz einfach. Ich schenke dir für einen Tag mein Herz. Oh, ist es nicht süß? Da wäre ich ja beinahe schwach geworden. Ein super Vorschlag. Dankeschön dafür. Dann hier habe ich was bekommen von der Dame, die so hat. Sehr heiß. Tanja heißt sie. Ist 18 Jahre und kommt aus Innsbruck. Und sie schreibt hier, ja, wir könnten coole, oh, das darf man ja gar nicht sagen, Loops machen und auf die Hütte gehen. Denn ich will mit dir Glühwein trinken und den ganzen Tag snowboarden. Ich lache. Und natürlich das Viva-Kamerateam, das wäre dann wahrscheinlich auch dabei, nach Österreich zum Snowboarden ein. Auch schöner Vorschlag, auch nicht schlecht. Ist auf jeden Fall bei meiner Top 10 dabei. Was haben wir hier? Hier ist auch was Schönes. Tada, von der, na, wie heißt sie? Bianca Läge. Die, ist das nicht der richtige Brief? Weil ich habe mir hier ein, ah, hier, genau, genau. Genau, meine Eltern sind Schausteller und wir stehen vom 3. bis zum 19. April in Bremen auf der Osterwiese. Ich würde einen Tag mit dir Geschäfte fahren gehen. Natürlich fahren wir dann auch Kinderkarussell. Also das, was eigentlich nur The King of Pop Michael Jackson kriegt, so wenn das Phantasialand gesperrt wird. Ein Rummelplatz nur für mich, alleine mit dieser Dame natürlich. Auch ein sehr geiler Vorschlag. Was haben wir hier? Hier, das ist auch was Schönes. Hi Tobi, wie wär's? Ich finde dich total süß. Also ich schreibe dir und ich will dich einfach einen ganzen Tag lang lieb haben. Wovon kommt das? Hier, das ist glaube ich Dirk. Danke Dirk. Aber ich überlege mir das nochmal. Was haben wir hier noch? Oh ja, ist auch was Schönes. Sarah Schmidt aus Jugendheim will auch was loswerden. Und zwar will sie ihre PlayStation für mich loswerden. Ihre liebe Katze. Und ihren kleinen netten Bruder. Mach das nicht, das geht zu weit, das finde ich nicht in Ordnung. Was aber auch noch ganz schön war, war hier ganz schnell, nochmal gucken. Genau, ein Tag mit Tobi, Angebot, ein schönes, heißes Sprudelbad. Und du wirst den ganzen Tag verwöhnt. Tina Concepcion aus Ochsenfurt. Und hier ist auch noch was Heißes, was ich bekommen habe. Das muss einfach raus. Ich sag gar nichts, was sie geschrieben hat. Ja, sie hat mir das geschickt und hat gesagt, sie will einfach einmal mit mir ausreiten. Das ist ihr Pferd. Mhm. Richtig reiten, nicht so, wie ihr das wieder verstanden habt. Aber ganz weit vorne im Moment ist das hier das Letzte und das Heißeste im Moment, was hier Steffi mit mir machen will. Ich finde nicht total gut, ich finde es auch total super, dass neben materiellen Dingen der Moderator sich selbst hergibt. Daraufhin sprühte ich vor Ideen, was ich alles mit dir machen könnte. Doch das Beste aus meinen Ideen war für mich, dass du dich für mich als Aktmodell hinstellst, wie bei Adam mit einem Kleeblatt und einer roten Rose im Mund. So würde ich dich dann malen. Dieses fertige Kunstwerk werde ich dann an krebskranke Kinder spenden zum guten Zweck. Ja, wenn nichts Besseres mehr kommt, dann
werde ich das annehmen. Aber trotzdem, ihr habt noch die Chance. Schreibt mir diese Woche noch, wenn ihr was loswerden wollt. Das ist die Adresse. Ja, und vielleicht gehöre ich euch dann einen ganzen Tag lang alleine. Ist das super? Ja, yeah, ganz viele tolle Spice Girls Sachen habe ich auch hier bekommen. Hier, man versucht mich zu bestechen mit so einem Shirt oder mit so schönen Fotos. Und Spice Girls ist auch ein gutes Thema, denn ihr kennt ja noch unsere Aktion. Schnallt euch für uns die Haare ab, die haben wir abgeschlossen, aber es läuft natürlich weiter. Also ihr müsst euch, damit ihr schön seid, die Haare abschneiden, weil alle Promis das auch tun. Zum Beispiel Jimmy Kelly hat ja angefangen und jetzt sogar die Spice Girls. Die sind auch betroffen. Und zwar ist ja Posh Spice Victoria, ist ja jetzt mit einem Fußballer zusammen, David Beckham heißt er. Und die hat sich auch jetzt die Haare schneiden lassen, wie ihr Fußballer. Ja, sieht sie jetzt aus. Vorher, so sah sie so. Ja, genau, das war sie mit langen Haaren, elegant. Und jetzt, so, ratzfatz, schnibbelidipp, alle Haare sind ab. Ist doch schön, sagen wir. Aber noch ein Spice Girl ist sogar gefährdet, und zwar Sporty Spice Mel C. Weil bei Victoria... Ah, die ist ja jetzt vorher Bosch Spice und deshalb sagt man jetzt Sposch Spice zu ihr, kurz Haar Spice. Und vielleicht wird auch Mel C bald ein Sposch Spice, weil sie hat auch jetzt einen neuen Kerl. Nein, Robbie ist out. Sie hat auch jetzt einen Fußballer und sie wird sich wahrscheinlich dann nach dem Vorbild von Sposch Spice Victoria auch die Haare abschneiden. Das wird kommen, vielleicht alle Spice Girls, aber ihr sollt natürlich das auch machen, also ihr auch, schnibbel die Dab, damit wir schöner sind. Ich habe natürlich auch meine Haare total gut gestutzt, aber ich werde gleich erfahren, wie ich ganz reich, ganz sexy und ganz populär werden kann. Ja, und wie ich endlich Frauen kriege, denn mein Lebenstraum geht gleich in Erfüllung, gleich kommen nette Herren, Touché, werden gleich da sein, aber vorher noch ein bisschen Musik, hier, von meinen Göttinnen, Say You'll Be There. Und hier sitzt sie nun. Ich kann endlich wissen, wie sie reich und berühmt und sexy geworden sind. Touché sind da. Hallihallöchen. Hi, Tobi. Machen wir erst nochmal Handschlag hier so. Hallo erstmal. So, ihr seht gerade, was ich so anhab, ja? Ja. Ja. Ich sexy. Wollte eigentlich so sexy aussehen so wie ihr, so ein bisschen, ja? Weil ich hatte heute den großen Traum, ich kriege ja nie irgendwie Mädels ab. Also egal, was ich tue, Blümchen will mich nicht, die wollen mich einfach nicht, ja? Und deshalb habe ich gesagt, ich will eigentlich einsteigen bei Touché und will jetzt natürlich wissen, was muss man drauf haben? Wie muss man drauf sein und ja, was muss ich tun, hey, um so cool ja, rüberzukommen? Dennis, haben wir ganz, ganz andere Geschichten gehört, ne? Von Tobi, oder? Was denn, was denn? Ja. Dass du der Hengst aus Köln sein willst. Nein, nein, das stimmt nicht? Ja gar nicht. Alle Stechergeschichten... Falsch. Ganz, ganz also, falsch. Also, du musst ein bisschen singen können, zum Beispiel. Bisschen singen. Singen. Ja, ein bisschen was eigentlich viel. Auch ganz wichtig ist, glaube ich, tanzen. Man muss sich da gut bewegen. Also, ich habe mal einen Clip auch. Von euch gesehen. Es war wunderbar. Es war einfach top. Es war top. Deshalb würde ich mal sagen, bringt mir so ein paar Schritte bei. Wir haben auch die richtige Musik eigentlich da. Ich kann jetzt, wer ist denn so der Haupttänzer, der Vortänzer? Du, dann komm mal, dann gehen wir mal einfach hier vor das Ding. Ich muss ja jetzt lernen, ja? Ja gut, dann ich will ja auch in eine Ballgroup kommen. Ich will ja auch ein Touché-Mitglied werden. Ja, davon. Wir haben Musik da. Geil! Machen? Das ist geil! So, und wie muss ich jetzt tanzen? Was muss ich jetzt machen? Ihr könnt ja auch alle mitmachen. Mach mal ganz einfach. Ja, was? So kannst du ja. Kannst du einfach den Kuchen machen. Oder was noch? Ah, das ist auch gut. Und, der kommt immer gut, ja? Sehr gewünscht. Ja. Weißt du, was habt ihr denn sonst noch so? Sag mal. Oh, das ist schön. Das ist schön. Ja, immer drauf. Oder aber auch den coolen. Ja, ihr könnt ruhig ein bisschen weiter tanzen. Aber dann habe ich auch was gehört, um so viel tanzen zu können, ja, muss man natürlich auch fit sein. Fit sein. Und ich habe gehört, du bist der absolute Extremsportler von allen. Ja? Ja? Du hast auch hier so was Kleines hier oben. Wie ist das denn passiert? Ja, bist du wieder Heli gebordet oder so? Halt das selber hier. Ganz wilde Schlägerei, ja. Oh. Ja, man muss sich ja mal retten, man muss sich ja durchsetzen in der Gruppe. Und eben drum, aber du hast dich behauptet erfolgreich. Ich habe mich behauptet, na klar. Deshalb würde ich mal sagen, zeig mir mal, was man so drauf haben muss, wenn man fit sein muss. Damit ich überhaupt tanzen kann. Keine Ahnung, ich bin... Kannst du so einen Handstand? Kannst du einen Handstand? Ein Handstand? Nee, ich bin absolut unfit. Was machst du alles? Könnt ihr, könnt ihr, das wusste was ich denn? Sag mal. Alex mit den Spice Girls. Nein. Lass mal an. Boah. Oh.
Gibt's ja gar nicht. Das war vor meiner Konfirmation. Aber Alex, du musst trotzdem mal ein bisschen das irgendwie muss ich was jetzt machen. Kannst du einen Rad schlagen nee, oder so? Ich kann gar nichts machen. Mach mal, Alex. Ich komm. Sag mir mal, ihr müsst doch fitnessmäßig gut drauf sein. Zeig mal, was ihr da so könnt. Mach ein paar Mundübungen. Weil ich will ja auch jetzt so reich und gucken. Ja? Ja, wunderbar. Das geht doch wieder nach hinten los. So. Nein, das klappt wunderbar. Komm, wir willst. 3, 2, 1. Oh, eine CD. Nein, eine CD. Gib mir mal. Nein, die ist nicht. Schön. Tobi, bitte. Nimm meine. Habt ihr alle eine? Nimm meine. Super. Habt ihr noch eine? Oh ja, geil. Danke. Danke. Was ist jetzt mit dem Handstand? Kriegen wir das hin? Also, das wäre super. Auf 3. 1, 2, 3. Jetzt so halten, weil wir wollen ja heute den Oh, da fällt der Geld. Das ist gut. Ich hab schon dreimal. Oh, ja, richtig, viel Geld. Halt ihn mal so, weil wir wollen ja heute den Rekord brechen. Also, ich guck mal auf die Uhr. Es ist 21 nach. Schaffen wir das bis um 19 Uhr? Ja, kriegen wir das hin? Hast du schon einen roten Kopf? Ja. Alles gut? Also ich würde sagen, wir trainieren gleich ein bisschen weiter. Vielleicht werde ich ja reich, berühmt und sexy und auch ein Mitglied von Touché. Hallo Dennis. Hallo. Sag doch mal die Werbung an. Ja, und jetzt kommt die Alex, was sagen Sie dazu? Wow.